Habe ich zwei erwischt? Das wäre natürlich echt geil. Ah, das hat funktioniert. Ich habe schon 35 drin. Hä? 35 drin? Das ist annähernd das, womit ich reingegangen bin in den Kampf. Oh, mal wieder speichern. Nicht, dass hier noch irgendwelche Missverständnisse aufkommen. Und mich dann irgendwer töten will. Wäre ja nicht so, als ob das ein Missverständnis wäre. Nummer 1. Und Nummer 2. Okay, alles klar jetzt. Danke, Commander. Wir sind auf dem Weg zu den Gefangenen. Okay. Ah, das ist unser Schiff. Gute Arbeit, Kyle. Irgendwo ich gehe in der kleinen Schlucht runter. Bis gleich. Ist denn das böse? Ah, ne. Das müsste auch noch ein guter sein. Okay. Oh. Okay. Ist explodiert. Sehr gut. Was soll ich jetzt machen? Moment. Ah. Dann und die Ravenclaw treffen. Oh, ich sollte da nicht unbedingt drauf schießen. Was ich machen kann, ist... zur Tode stürzen. So ein Müll. Okay, so schlimm war das ja jetzt auch nicht. Ich muss ja nur die zwei Kugeln da zerlegen. Zur Tode stürzen ist vermisst. Also das bedeutet... bitte nicht so weit runterspringen. So. Okay, und da alles klar. Jetzt auch das Elektro-Shit ausgezeichnet sein müsste. Müsste, wohlgemerkt. Ui. Gute Arbeit, Kyle. Ich gehe in der laufen? Kleinen Schlucht runter. Bis gleich. Muss ich jetzt zur kleinen Schlucht? Das wäre echt mies. Vor allem, weil ich nicht unbedingt weiß, wo die kleine Schlucht ist. Ich bin bestimmt vorher schon mal durchgelaufen, aber naja. Kleine Schlucht. Da hört sich echt so an, als müsste ich den. Nee, geht ja gar nicht. Ich bin ja dadurch hierher gekommen. Von daher aktiviert sich ja erst, wenn ich. Und lauf. Bin drauf, kannst hoch. Danke. So. Wo muss ich denn jetzt eigentlich lang? Hier durch geht's nicht. Oh, ich habe eine Vermutung. Wenn ich das hier lade. Ich glaube, ich weiß, wo ich lang muss. Und zwar daraus. So dürfte ich in die andere Schlucht kommen. Das ist der einzige Weg, der hoch genug ist, um das zu verursachen. Dämliche Kugelgeschütze. Okay, alles klar. Jetzt haben wir das organisiert. Danke, Commander. Wir sind auf dem Weg zu den Gefangenen. Ah ja. Und so können die auf dem Weg auch noch ein paar Waffen verstecken. Die mich umbringen. Gute Arbeit, Kyle. Ich gehe in der kleinen Schlucht runter. Bis gleich. Zum Glück sind die relativ dämlich. Und treffen dabei nicht. Okay, das ist natürlich jetzt krass. Das ist krass. Hier
keine Wachen? Kyle, ich habe Ärger hier. Hey! Okay. Kyle, komm hier rüber! Was ist los? Ups. Ja, schön. Ich habe ja genauso Ärger wie du. Muss mal behaupten. Kann ich mich nicht gemütlich in die Ecke stellen und da drin abschließen? Okay, ich hab's wahrscheinlich gerade kaputt gemacht. Okay, dann mal kurz alle die Ohren zu halten. Außerdem könnte es ein bisschen dauern. Okay, das war ein bisschen mehr Druck als erwartet. Das war irgendwie das auch voll cool. Ein wenig Bagdarm brauche ich noch. Oh, Leben. Wer hätte das gedacht? Wo hat sie denn Ärger? Verflucht. Ein Gefangener für euch, Meister Dessin. Gut, das hört sich nicht gut an. Halte sie im Frachtraum fest und bereite sie vor. Sofort, Meister. Mach sie fertig, Kyle. Ah, ja. Kyle Katarn. Der legendäre Held, der Jarek im Tal der Jedi vernichtet hat. Du siehst aus wie ein gewöhnlicher Banta-Hirte. Tja, und Sie sehen aus wie eine zu groß geratene kuwakianische Affenechse. Ich schätze, das Aussehen nicht zählt. Lassen Sie sie gehen. Du willst diese Frau. Komm und hol sie. Oh, shit. Verdammt! Deine Anstrengung ist vergeblich. Okay. Deine Anstrengung ist vergeblich. Was für ein armseliger Versuch. Ein Detonationspaket. Mehr? Zeig dir, wie amtlich das ist. Deine Anstrengung ist vergeblich. Genug der Scharade. Komm, du bist armselig, Katar. Als Jedi-Ritter warst du vielleicht noch ein würdiger Gegner. Doch ohne die Macht bist du nicht einmal die Anstrengung wert, niedergestreckt zu werden. Vielleicht ist deine Frau aus zäherem Material. Schwächer als diese Kolonisten kann sie auch nicht sein. Wagen Sie es nicht, sie anzurühren. Wenn ich genauer darüber nachdenke, Tevion, töte sie. Jen! Na, klasse. Ich hätte den Thermometer, Explosionspaket mal zünden sollen und ihn dann damit eins verbraten. Ganz am Anfang noch. Wo der noch auf mich zugegangen ist. Und Sie wollen einen würdigen Gegner. Ich gebe Ihnen einen würdigen Gegner. Ah, das hört sich doch mal wieder interessant an. 1 von 1 Verstecke, ausgeschaltete Feinde, 70.000 Schuss abgegeben, 190 Treffer. Ach du Kacke. Ein wenig. Gut, jetzt habe ich die Statistik mit dem Abschuss nicht gesehen. Oder nicht drauf geachtet. Was tust du, Kyle? Versuch nicht, mir das auszureden, Vater. Ich brauche die Macht des Tals der Jedi, und zwar jetzt. Glaubst du denn ernsthaft, dass dieser Strom der Macht deinen Schmerz lindern würde? Oder dass du die Macht lenken kannst mit einem Herzen voller Zorn? Jen ist tot. Zorn ist nun alles, was ich habe. Zorn und Rache. Würde sie wollen, dass ihrer so gedacht wird, durch Akte des Zorns und der Rache? Nein. Dann erinnere dich an sie so, wie sie war, und möge die Macht mit dir sein. So weit ist es noch nicht gekommen. Das wäre jetzt der Teil, wo man dann in den Film kommen würde und den Rest sehen wir nach der Werbung. Aber da ich ja keine Werbung habe, zumindest nicht so Werbepausen mittendrin,